Befehl programmiert, der uns ein Virus macht, der sich immer weiter vergrößert. Ihr seht schon, das geht richtig ab, ne? Guckt, seht ihr das, wie das abgeht? Guckt euch das an, wie geil. Wie hier diese Wand runtergeht. Guckt euch das an. Alter, guckt euch das an. Wie mein Minecraft, guckt es euch an. Wie mein Minecraft hängt. Ja, Leute, wir sind jetzt bei 50 Millionen Blöcken. Jo, Leute, dieses Video wird unterstützt von meinem Minecraft-Plugins-Programmieren-Kurs. Das ist ein Kurs auf UMC-Shop. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wo ihr in über 40 Videos lernt, wie ihr programmieren könnt, also wie ihr Minecraft-Plugins programmieren könnt. Das Coole ist, dass ihr auf dem UMC-Shop-Discord mit den anderen Kursteilnehmern, also die Leute, die auch programmieren lernen, euch gemeinsam austauschen könnt. Und auch ich versuche da, eure Fragen zu beantworten. Checkt das Ganze aus und los geht's mit dem Video. Yo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute haben wir eine mega coole Sache. Es ist ein bisschen ja, komisch, wie ich auf dieses Video gekommen bin oder auf die Videoidee. Und zwar habe ich vor, ich weiß nicht, 4 Jahren oder sowas mal ein YouTube-Video gesehen, wo damals halt war, ich weiß nicht was das, 1.7 oder sowas, in der Minecraft-Version 1.7, 1.8 oder sowas, also schon längere Zeit her. Dort hat jemand einen Test gemacht und zwar den Test, ja, quasi den größten TNT-Block auf diesem, also größten TNT-Blöcke in Minecraft anzuzünden und quasi explodieren zu lassen. Und ja, ich dachte mir so, warum machen wir das Ganze nicht? Wir haben ja, ich habe ja meinen eigenen Minecraft-Server, Plaria.net, und dort haben wir ja auch Server und auch relativ gute Server. Und aktuell haben wir sogar einen komplett neuen Server dazu bekommen, den wir jetzt heute auf Herz und Nieren testen werden. Und ich selber bin ja Entwickler, deswegen habe ich das Ganze ein bisschen mit einem Virus-Plugin verknüpft. Wie ich dieses Virus-Plugin programmiert habe und ob das so direkt geklappt hat, das erfahrt ihr auf meinem FluxExplored-Kanal. Den Link dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich gleichzeitig mit diesem Video das Video hochgeladen, wie ich das Ganze entwickelt habe, was ich euch gleich zeigen werde. Und dazu müssen wir jetzt einmal kurz auf den Server Event-Server-2 gehen. Das ist ein Server, der richtig viel RAM hat und auch eine sehr gute CPU. Das heißt, der Server selber wird wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Ich habe vor diesem Video gerade eben einmal kurz so ein bisschen getestet, wie gut die Leistung tatsächlich ist. Und ich kann euch gleich was erklären, dass das echt krass ist. Also ich hatte nicht erwartet, dass es so gut ist. So viele TNT-Blöcke wie der Virus, den wir gleich quasi machen. Also es ist kein richtiger Virus, es ist ein Virus-Plugin. Ich habe es jetzt einfach mal Minecraft-Virus genannt. Das Plugin selber könnt ihr übrigens auch im UMC-Shop-Forum downloaden. Ich habe da einen Post gemacht, wo quasi jeder das runterladen kann, weil falls ihr es noch nicht wusstet, UMC-Shop hat auch ein Forum und in dem Forum geht es darum, dass ihr euch untereinander austauscht, dass ihr kostenlose Plugins hochladen könnt. Und ja, wir gehen jetzt auf Event-Server-2 und sehen schon, wir sind hier einfach auf einem ganz normalen Server, ne? Hier ist alles ganz normal, wir haben eine normale Map, ich habe natürlich Game-Mode hier und ja, ich erkläre euch jetzt ganz kurz, was ich programmiert habe. Für die Leute, die das Flex erklärt Video vielleicht nicht anschauen wollen oder das schon gesehen haben, wissen es ja ein bisschen. Ich habe quasi einen Befehl programmiert, der uns ein Virus macht, der sich immer weiter vergrößert. Also es kommen immer mehr TNT-Blöcke dazu. Und ich zeige euch das mal ganz kurz mit slash VI, also slash VI steht für Virus, ihr könnt auch einfach Virus eingeben. Und dann mache ich einfach mal Virus 12. Und dann seht ihr jetzt schon, hier steht irgendwas mit Blocks, das erkläre ich euch gleich. Aber ihr seht schon, hier baut quasi sich so ein Virus auf, beziehungsweise ein TNT. Und der baut sich nicht nur nach oben aus, der baut sich auch nach unten aus. Also unten seht ihr auch TNT. Ich kann euch das gleich auch mal in der Luft zeigen. Da sieht das ein bisschen besser aus. Wir gehen mal hier hin. Hier mache ich das jetzt nochmal mit 5. Ihr seht schon, der geht nach oben und unten, verbreitet der sich quasi immer, immer weiter. Und ja, das Coole ist halt, dass ihr auch sehen könnt, wie viele Blöcke das sind. Wir machen das jetzt nochmal hier mit 20, also nochmal 20. Dann seht ihr jetzt hier unten in dieser Action Bar, da steht einmal Blocks. Blocks sind die Anzahl an Blöcke, die schon gesetzt wurden. Also wie viele Blöcke das jetzt gerade insgesamt sind, die wir hier sehen. Ihr seht schon, die Zahl geht voll hoch. Also jetzt sind wir schon bei 3000, bei 4000, gleich bei 5000. Und bei Remaining Blocks, das heißt verbleibende Blöcke. Also das ist die Anzahl an Blöcken, die noch gesetzt werden müssen. Und ja, da kann man dann im Prinzip, während dieser Virus sich ausbreitet, kann man halt ein bisschen sehen, wie das Ganze so wird.
Und das Coole ist natürlich, solche Sachen hier können wir natürlich jetzt auch anzünden. Ich mache jetzt mal den kleineren. Ich hoffe jetzt, dass der Server jetzt hier nicht abstürzt, weil ich jetzt hier irgendwie TNT anzünde. Das habe ich nämlich noch nicht getestet. Aber wir werden jetzt quasi den größten Minecraft... Oh Gott. Ja, okay, das wird jetzt alles andere hier auch anstecken. Sehr gut, Floex. Hast du super gemacht. Jetzt leckt alles. Nice. GG. Wir werden mal so viele Blöcke wie möglich versuchen zu setzen und quasi ja den größten Minecraft-Block auf Plaria zumindest. Ich weiß halt nicht, wie groß der weltweit ist, aber ich kann euch so viel sagen, wir werden schon wahrscheinlich ein paar Millionen Blöcke setzen können. Und das wird schon krass. Und das Coole ist, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ich zeige euch das einmal kurz, indem ich jetzt hier nochmal so einen Block setze. Oder wir können eigentlich direkt anfangen, oder? Wie groß wollen wir den Virus überhaupt erstmal machen? Ich würde sagen, wir machen den Virus einfach... Ja, wollen wir direkt so viel... Wir machen erstmal 100, okay? Ich zeige euch erstmal mit 100. So, also 100. 100 heißt, der geht 100 Blöcke nach oben und 100 Blöcke nach unten. Das wird schon relativ viele Blöcke. Und das Coole ist, ich kann jetzt auch einstellen, wie viele Blöcke der pro Sekunde bzw. pro Tick setzt. Ein Tick ist quasi wie eine Millisekunde, also es ist kleiner als eine Sekunde. Und eine Sekunde hat 20 Ticks. Das heißt, wie viele Blöcke quasi pro oder 20 Mal in der Sekunde gesetzt werden. Das sind aktuell 20. Und das werde ich jetzt mal höher stellen. Und ich habe eben schon getestet, das können wir extrem hoch stellen. Also nur um euch das nochmal zu erklären. Das heißt, pro Sekunde werden 20 mal 20 Blöcke gesetzt aktuell. Und wir können das richtig hoch machen. Ich mache das jetzt mal höher. Zum Beispiel, das macht man mit Virus Set Max Blocks auf zum Beispiel 200. Das heißt jetzt, ihr seht schon, das geht richtig ab, ne? Guckt, seht ihr das, wie das abgeht? Das heißt, jetzt werden pro Tick 200 Blöcke gesetzt. Ja, und ihr seht schon, das rattert richtig runter, ne? Das geht schon richtig ab. 1.700.000 Blöcke fehlen noch. Also, die müssen noch gesetzt werden. Wir sind jetzt schon bei 2 Millionen. Oh, ist das 20 Millionen? Ne, 2 Millionen sind das, oder? Ja, ich kenne genau. Und ihr seht schon, das geht jetzt richtig ab. Wir können das mal ein bisschen höher stellen. Machen wir es doch einfach mal auf 2000 Blöcke mal 20 in der Sekunde. Also wie gesagt, 20 Ticks pro Sekunde. Das heißt, das geht schon richtig ab, Leute. Guckt euch das mal an. Also ich stelle mich mal einmal hier drauf. Ihr seht schon, zack, das geht richtig ab. Das geht richtig ab. Und die Pyramide geht auch richtig nach oben. Aber es sind immer noch 1.800.000 Blöcke vor uns, die gesetzt werden müssen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie krass das wird, wenn wir das mit 800 machen oder mit 1000. Das werden wir heute in dem Video auf jeden Fall noch machen. Lol. Das ist einfach zu geisteskrank. Wie gesagt, das Plugin, wenn ihr das selber auf eurem Server ausprobieren wollt, checkt auf jeden Fall gerne mal das Forum aus und auch gerne mal UMC Shop. Und ich glaube, wir haben alles gesetzt. Ihr seht schon, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt 27 Millionen waren das, glaube ich, gerade. Waren das 27 Millionen oder 2,7 Millionen? Ich kann die Zahl, wusste ich, so schnell konnte ich jetzt nicht sehen. Auf jeden Fall echt viele Blöcke. Und ja, das werden wir jetzt, glaube ich, noch nicht anzünden, weil ich weiß nicht, wie lange das dann dauert, bis das hier weggefeuert ist. Aber wir werden jetzt einfach mal ein bisschen weggehen. Oder wir können das Ganze auch einfach mal kurz, ich habe hier nämlich auch World Edit drauf installiert. Wir können das auch einfach mal ganz kurz wieder wegmachen. Okay, hier stand jetzt was von, wie viele Blöcke wurden affected? 2,6 Millionen sind es, ne? Ja. 2.690.000 Blöcke waren das jetzt hier. Und ihr seht schon, es hat... Auch nach unten ist alles hier. Alter, wie krass das aussieht, ne? Das sieht auch echt geil aus, ne? Also, falls ihr mal sowas machen wollt. Ja, okay. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht länger rum. Wir fliegen mal ein bisschen hier in die Mitte. Und dann starten wir direkt den nächsten. Und diesmal lassen wir uns nicht lumpen. Diesmal machen wir einfach... Wo haben wir es? Hallo? Okay, dann mache ich einfach Virus. Wir machen jetzt einfach mal 15.000. 15.000 Blöcke, Leute. Jetzt wird es richtig spaßig. Und wie gesagt, 2000 Blöcke setzt der jetzt mal 20 pro Sekunde, war das nicht. Ich muss mal kurz einen Rechner öffnen hier. Also, wenn wir das jetzt mal berechnen, das sind, wenn wir jetzt mal rechnen, 20 mal 2000, weil es ja pro Sekunde sind das insgesamt 40.000 Blöcke pro Sekunde. Okay, jetzt ruckelt schon ordentlich. Aber ich denke halt, dass das nicht unbedingt der Server ist. Aber wir können das nochmal testen, ob das der Server ist oder nicht. Das kann man doch auf jeden Fall auch mal machen. Und wir sind jetzt insgesamt hier schon... Was ist das für eine Zahl? Was ist das für eine Zahl? Ist es... Sind das 19 Millionen? Ne, 1,9 sind wir bei. Jetzt sind wir bei 2 Millionen, oder? Ja, okay, es wird immer noch nach oben gesetzt. Auf welcher Höhe sind wir denn? Okay, wir sind bald bei 256 angekommen. Das heißt, wenn wir natürlich ganz oben sind,
also bei 256, dann ist es natürlich so, dass ab dem Moment das nach zur Seite sich ausbreitet. Okay, wir haben jetzt hier den Moment, dass sich das Ganze zur Seite ausbreitet. Ihr seht schon, also jetzt haben wir keine einzelne Spitze mehr. Also wir haben hier keine Spitze mehr, weil man kann hier nichts mehr platzieren. Wir sind auf Höhe 256, da kann man nichts mehr platzieren. Aber das Coole ist, oder was heißt das jetzt? Es breitet sich zur Seite aus, ne? Es wird immer breiter und irgendwann werden wir hier einfach oben eine riesen Plattform haben. Das ist halt auch geil. Alter, und ihr müsst halt wissen, guck mal, also auch für die Leute, die jetzt denken, ich würde hier irgendwie das faken. Hier unten ist auch alles mit TNT voll, ne? Das ist so viele TNT-Blöcke. Ihr seht halt schon, wir sind schon bei 8 Millionen TNT-Blöcke. Also man sieht das da hier, ne? Hier oben. Jetzt sind wir bei 9 Millionen. Wir haben gleich einfach 10 Millionen TNT-Blöcke. Und es dauert noch, bis wir alles gemacht haben, ne? Wir fliegen jetzt einmal komplett rum. Und ich gebe euch mal kurz einen kleinen Zeitraffer. Alter, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie lang man hier um eine Ecke rumfliegt, ne? Alter, ich bin so lange unterwegs, das kann man, also es ist safe 30 Sekunden immer pro Seite mindestens hier. Und da ist immer noch nicht das Ende. Was? Okay, da vorne müsste das Ende sein, weil ich glaube, das Stück hier kenne ich. Genau. Und jetzt lasst uns mal nach oben fliegen, Leute. Wie gesagt, jetzt gerade laggt es nicht so, weil ich die Max Blocks pro Sekunde bzw. per Tick habe ich halt jetzt gerade auf 1000 gestellt und deswegen laggt es halt nicht so. Und hier seht ihr zum Beispiel auch gerade, wie hier, guckt euch das an, wie geil, wie hier diese Wand runtergeht. Guckt euch das an. Das sieht ja mal geil aus. Okay, Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen und zack, hier sehen wir diese Riesenplattform. Und Leute, seht ihr da? Das ist unsere Mitte, die haben wir markiert. Die haben wir markiert. Und von hier bis nach da drüben ist auch schon alles dazugekommen. Und wir sind, wie gesagt, jetzt gerade bei 26 Millionen Blöcken. Und ich werde jetzt die Zahl mal wieder ein bisschen höher stellen. Zack, zack. Wir machen jetzt wieder mal auf 100.000 Blöcke pro Sekunde, beziehungsweise mal 20 pro Sekunde, also 2 Millionen Blöcke pro Sekunde. Es werden wahrscheinlich, weil der Server dann natürlich laggt, werden es wahrscheinlich keine 2 Millionen pro Sekunde sein. Aber er setzt auf jeden Fall jetzt ein paar mehr Blöcke, weil wir haben ja auch noch 32 Blöcke vor uns. Ja, Leute, wir sind jetzt bei 50 Millionen Blöcken, die jetzt schon gesetzt wurden, angekommen. 50 Millionen. Und es sind auf jeden Fall noch ein paar Blöcke hier vor uns. Und ich würde sagen, das machen wir, lassen wir auf jeden Fall jetzt auch noch durchlaufen, bis das Ganze getestet ist. Und dann geht es ja auch noch darum, dass wir das Ganze anzünden. Und ja, das Ergebnis werden wir uns dann, denke ich, die Tage anschauen. Weil bis das abgezündet ist, also ich meine 50 Millionen Blöcke, das, also ich kann mir nicht vorstellen, weiß ich nicht, wie lange das dauert, ne? Also das wird halt, wird sehr spannend, Leute. Mein Minecraft fängt jetzt hier auch schon richtig an zu ruckeln. Ich habe gerade keine Rückmeldung mehr, also ich kann gerade nichts mehr machen. Wir haben gerade die 100 Millionen erreicht. Wenn ich jetzt hier mal, ja, F1 ausmache, dann seht ihr schon, ich mache gerade nichts mehr und ich laufe nach vorne, weil es so laggt, es sind so viele TNT-Blöcke, es sind 1 Million TNT-Blöcke und warum laufe ich immer noch weiter? Hä, ihr seht schon, ich mache nichts. Was ist das? Lol. Hä, ich laufe immer weiter, obwohl ich nichts mehr mache. Ja, moin, okay. Aber ihr seht schon, Alter. Es sind jetzt einfach 100 Millionen Blöcke. Wir gucken gerade mal, wie ausgelastet der Server ist, /TPS. Mal gucken, was er sagt. Ja, TPS von 1 ist auf jeden Fall stabil hier. 1 und 3 und 6 auf jeden Fall sehr stabil. So, wir fliegen jetzt mal. Vielleicht finden wir unsere Mitte nochmal. Ich glaube, wir finden die nicht mehr. Ich glaube, es laggt zu sehr. Und ihr müsst wissen, ich habe gerade die Max, Max Blocks per Second habe ich auf 0 gesetzt. Ne? Also auf 10 habe ich die gesetzt. Also eigentlich wären gerade nur noch 10 Blöcke quasi. Ich kann auch einfach mal auf 1 setzen. Das sollte an sich auch nichts machen. Aber wir kommen auch gerade einfach hier nicht weiter, ne? Es geht nicht. Guckt es euch an. Warum ist da ein Loch? Lol. Okay, Leute, wie ihr seht, geht hier gerade auch einfach gar nichts mehr, ne? Also der Server ist gerade so überlastet, was das alles angeht, weil einfach so viele Blöcke gesetzt werden, beziehungsweise jetzt gerade auch noch berechnet werden, dass ich das Ganze... Oh, oh, okay. Jetzt haben wir hier... Oh, wir sind irgendwie weitergekommen. Das ist einfach krank, ne? Das ist einfach krank. Ich würde sagen, ich lasse das Ganze, oder wir sehen uns gleich nochmal wieder,
wenn das Ganze soweit durch ist und wenn wir jetzt hier quasi so fast alle Blöcke berechnet haben. So Leute, wir haben jetzt ein bisschen später und der Server ist gerade wohl eben runtergefahren, weil ich leider gekickt wurde. Aber der letzte Stand, den ich habe, sind 150 Millionen Blöcke. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, indem wir hier den Server betreten. Und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier passieren wird. Wir schweben schon in der Luft rum. Auf welcher Höhe sind wir? 254, okay, ich muss kurz mal ein bisschen höher gehen. Da, oh, okay. Okay, es laggt alles, es laggt alles. Ihr seht schon, das ganze TNT wird wahrscheinlich gerade geladen. Alter Schwede. Okay, 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 ganz entspannt. Ich meine, wir haben es halt auch bis nach ganz oben gesetzt, ne? Bis Höhe 256. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen, wie das jetzt hier aussieht. Alter Schwede, okay. Das wird wahrscheinlich heftig. Okay, Leute, ich kann wirklich nichts mehr machen. Jetzt hängt sich mein Minecraft wirklich komplett auf. Ja, Leute, es tut mir leid, euch leider enttäuschen zu müssen, aber ich kann euch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt hier gerade leider nicht mehr das Ganze zeigen. Ich werde versuchen, vielleicht werde ich euch hier noch einen Screenshot einblenden, wenn das Ganze doch noch funktioniert hat. Wow, ich wurde jetzt... Lol. Alter, guckt euch das an. Wie mein Minecraft, guckt es euch an. Wie mein Minecraft hängt. Seht ihr das, wie es ruckelt? So, jetzt funktioniert es wieder. Habt ihr es gerade gesehen, wie es so langsam geruckelt hat? Alter, ich habe noch nie sowas erlebt in Minecraft. Ich hoffe, euch hat das Video, das Experiment gefallen. Wenn ihr Bock habt auf weitere solche Experimente, vielleicht auch mal mit Lava oder so, schreibt es in die Kommentare. Denkt dran, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.